Wir sind das letzte Mal nicht ganz fertig geworden mit der Projektion. Ich zeichne das nochmal hin. Wir werden auch gleich sehen, wofür wir das brauchen. Was ich machen wollte, ist das Folgende. Wir haben hier unser Koordinatensystem erstmal nur in der Ebene. Und ich ziehe hier irgendeine Gerade durch. Mache ich mal vielleicht in einer anderen Farbe. Sowas wie y ist konstant d, also die liegt da irgendwie parallel zur x-Achse. Und dann wollen wir projizieren. Projizieren soll das Folgende bedeuten, wir haben irgendeinen Punkt. Dieser Punkt soll projiziert werden, und zwar mit einer sogenannten Zentralprojektion. Zentralprojektion funktioniert so, dass Sie von dem Punkt eine Linie ziehen zum Nullpunkt. Soll natürlich eigentlich eine gerade Linie sein. Und dann schneiden Sie diese blaue Gerade irgendwo. Und das ist dann der projizierte Punkt. Und wir hatten uns das letzte Mal schon überlegt, dass das definitiv keine lineare Abbildung sein kann. Das ist ja schon deswegen keine lineare Abbildung, weil die projizierten Punkte alle auf der blauen Geraden liegen. Darum würde das bedeuten, dass sich der Nullpunkt bewegt. Das geht ja sowieso schon nicht. Aber wir hatten uns auch schon angeguckt letzte Woche, dass zum Beispiel auch sich Seitenverhältnisse ändern, was ja bei einer linearen Abbildung auch nicht sein darf. Das Thema, was wir letzte Woche hatten, war homogene Koordinaten, womit wir Abbildungen, die eigentlich nicht linear sind, linear machen können, indem wir sie aus einer erhöhten Warte betrachten sozusagen. Das heißt, wir gehen eine Dimension höher und dann ist das auf einmal linear. Und dieses hier kann man auch linear machen, und zwar mit der Technik, die ich das letzte Mal auch schon kurz angesprochen hatte, dass man sozusagen eine variable Ebene nimmt. Also auch das nochmal zur Erinnerung. Was wir gemacht haben, war, wir haben unser Koordinatensystem im Dreidimensionalen und wir hatten uns bei den Beispielen, die wir bisher hatten, eine feste Ebene davor gelegt und haben uns sozusagen nur angeschaut, was in dieser grünen Ebene passiert. Und das, was also im Raum passiert, haben wir betrachtet als Operationen auf den Geraden, die durch den Nullpunkt gehen. Und wir haben immer nur geguckt, was mit den Geraden passiert, also welchen Schnitt die Geraden mit dieser grünen Ebene haben. Hier läuft irgendwie so eine Gerade durch den Nullpunkt und an irgendeiner Stelle sticht die durch diese grüne Ebene durch. Uns interessiert nur das. Und wir haben gesehen, erstens, wenn Sie irgendwelche Abbildungen haben, die in der grünen Ebene ganz normale lineare Abbildungen wären, also Drehungen und Scherungen und so weiter, dann sind die auch im Raum immer noch lineare Abbildungen. Die haben dann nur eine etwas größere Matrix. Was wir aber dazu gewonnen haben, war, wenn wir etwas machen, was normalerweise nicht linear ist, nämlich in der grünen Ebene eine Translation, eine Verschiebung, dann können wir das darstellen als eine Scherung im Raum. Also der Ausschnitt, den wir sehen, sieht dann aus wie eine Translation, aber im Raum ist es eine Scherung, sodass wir das auch durch eine Matrix darstellen können. Das war der Stand bisher, und dann hatte ich Ihnen aber gesagt, man kann auch Folgendes machen, man kann diese Ebene variabel halten. Wir hatten diese grüne Ebene, die hatten wir gesetzt auf den Punkt z gleich 1, weil sich das besonders schön rechnen ließ. Und dann haben wir halt immer so eine Koordinate genommen wie xy und haben daraus die sogenannte homogene Koordinate gemacht, die wir dann zur Unterscheidung mit eckigen Klammern geschrieben haben. Die hat sich dadurch unterschieden, dass wir hier unten einfach eine 1 hingesetzt haben. Und die Matrizen sind auch entsprechend größer geworden. Und diese Idee jetzt, dass man auch andere Ebenen nehmen kann, war einfach die, dass man sagt, ja, warum nehme ich nicht zum Beispiel diese hier, die ein bisschen weiter weg liegt. Das könnte jetzt zum Beispiel die Ebene z gleich 2 sein. Da wird ja auch diese blaue Gerade irgendwann durchlaufen. Wenn ich die verlängere, dann läuft die hier durch und dann kommt die hier hin. Ja? Die hat dann natürlich andere x- und y-Koordinaten. Das heißt, das Ding würde, wir würden auch sagen, dass das homogene Koordinaten sind. Hier unten würde aber eine 2 stehen. Und natürlich, das kann man hoffentlich an dem Bild erkennen, bekomme ich dann auch nicht dieselben x- und y-Koordinaten, sondern muss das entsprechend umrechnen. Das hatten wir uns letztes Mal schon überlegt. Und diesen sozusagen Trick wenden wir jetzt an, um diese Zentralprojektion darzustellen. Und jetzt wollen wir uns erstmal überlegen, was wir überhaupt ausrechnen müssen. Das ist eigentlich ganz einfach. Der Punkt P hier, der hat irgendwelche Koordinaten. Die nenne ich mal XP und YP. Und wir wollen jetzt ausrechnen, welche Koordinaten der Punkt P' bekommt. Der Punkt P' hat natürlich auch irgendwelche Koordinaten. Und eine von beiden Koordinaten ist schon mal klar, weil der ja auf der Geraden liegt, muss hier nachher d stehen. Was noch nicht klar ist, ist, welche
x-Koordinate der bekommt. Also die nenne ich mal xp'. Das ist die x-Koordinate von dem Punkt p'. Was aber eigentlich sofort zu sehen ist, ist, wir haben hier es mit ähnlichen Dreiecken zu tun. Wir haben dieses Dreieck hier. Und dann haben wir, was haben wir noch so an Farben? Dann haben wir dieses rote Dreieck hier. Und diese beiden Dreiecke, weil unten der Winkel ja gleich ist und rechts haben wir jeweils einen rechten Winkel, sind ähnliche Dreiecke. Das heißt, die Seitenverhältnisse müssen gleich sein. Also in dem großen roten Dreieck können wir die Seitenverhältnisse der Katheten nehmen und können zum Beispiel sagen, die Katheten verhalten sich zueinander wie xp zu yp. Und wenn wir das gleiche in dem kleinen grünen Dreieck nehmen, mit den Koordinaten von p', dann sind die entsprechenden Katheten xp' zu d. So, und dann habe ich natürlich eine Gleichung, die ich jetzt nur noch nach xp' auflösen muss. Das heißt, wie rechnet man die Koordinate xp' aus? Gesundheit. Das ist einfach d mal xp durch yp. Das ist eigentlich die Gleichung, mit der ich die Projektion ausrechne. Nur, wie gesagt, mit dem Problem, dass wir, dass das keine lineare Abbildung ist. Da kann ich als 2×2-Matrix kann ich das nicht hinschreiben. Ich schreibe Ihnen das jetzt mal als 3×3-Matrix hin. Ich schreibe es Ihnen erstmal einfach hin und dann gucken wir mal, warum das funktioniert. Also wie sieht das Ganze homogen aus? Dann nehmen wir die folgende Matrix. Hier oben steht wieder die Einheitsmatrix. Was neu ist, ist, dass hier unten stand ja immer eine 1, dass hier jetzt keine 1 steht, sondern dass hier lauter Nullen stehen. Daran erkennt man, dass das auch im Dreidimensionalen eine Projektion ist. Da geht auch eine Koordinate verloren. Also ein Freiheitsgrad geht verloren, sagen wir es mal so. Und hier unten schreiben wir 1 durch d hin. Das ist dieses d, das ist die Höhe der Projektionsgrade. So, und jetzt wollen wir mal gucken, was passiert, wenn wir da jetzt einen Punkt einsetzen, wieso das hier gerade das Richtige ist. Also m mal die homogenen Koordinaten von dem Punkt xy1. Oder ich sollte jetzt vielleicht, damit das zu dem da oben passt, das hier xpyp nennen. Also ich will jetzt gucken, ob ich mit dieser Matrix ausrechnen kann, was passiert, wenn ich diesen Punkt da einsetze. Gut, und das müssen wir ja nur rechnen. Also Sie sehen die Matrix da oben ja stehen. 1, 0, 0 mal xp, yp, 1 ergibt xp. Das ist ja sicherlich erstmal nicht richtig, hatten wir ja gerade anders ausgerechnet, aber warten Sie es ab. In der zweiten Zeile steht 0, 1, 0, das heißt, da kommt einfach yp raus. Und in der dritten Zeile steht 0, 1 durch d, 0, das heißt, was bekommen wir da raus? Sie bekommen yp durch d raus. Also das steht hier unten, yp durch d. Das ist das, was rauskommt. Und der entscheidende Punkt ist, dass dieses Ding hier jetzt bedeutet, wir haben jetzt den Schnittpunkt ausgerechnet, nicht mit der Ebene, die durch z gleich 1 geht, sondern mit einer anderen Ebene. Das ist das Bild, was wir hier oben hatten. Also was wir jetzt da ausgerechnet haben, ist nicht der Schnitt mit der grünen Ebene, sondern mit einer, die woanders liegt, nämlich die diese gelb markierte Koordinate hat. Das ist da, wo sie liegt. Und wir müssen das jetzt wieder auf 1 umrechnen. Aber das haben wir ja schon mal gemacht. Wie rechnet man das so um? Also wie kann ich das jetzt wieder überführen in homogene Koordinaten, wo hier unten 1 steht? Können Sie sich noch entsinnen, wie man das machen muss? Genau, man muss das einfach auf 1 bringen, also durch das Teilen. Ne? Also ich muss einfach durch diesen gelb markierten Wert teilen oder mit dem Kehrwert mal nehmen. Also das ist einfach so ein Dreisatz, ist das eigentlich im Prinzip nur. Ne? Ich muss aus dem Ding entsprechend skalieren. Und das heißt, ich muss mal d durch yp nehmen. Wenn ich das mache, gelber Wert mal d durch yp steht da unten 1, das habe ich ja schon hingeschrieben. Das muss ich mit den anderen beiden Werten auch machen. Also der zweite Wert, da steht yp mal d durch yp, dann kürze ich das yp weg, steht hier d. Und der dritte Wert ist xp mal d durch yp, das heißt d mal xp durch yp. Und das ist genau das, hier steht es ja noch, was da oben eingerahmt war. Das heißt, was wir jetzt eigentlich ausgerechnet haben, ist xp' 1 und hier steht sozusagen yp', also die y-Komponente von dem projizierten Punkt.
Das bedeutet, mit dieser Matrix, die hier steht, können wir in homogenen Koordinaten auch eine Zentralprojektion ausrechnen. Also jetzt haben wir sogar drei Sachen, die wir mit homogenen Koordinaten machen können. Wir können Dinge, die sowieso schon linear sind, immer noch linear darstellen. Wir können Translationen, die wir vorher nicht darstellen konnten, linear darstellen. Und wir können jetzt aber auch Zentralprojektionen darstellen. Hausaufgabe steht im Skript drin. Überlegen Sie sich mal, was für eine Sorte Projektion die Matrix M im Raum beschreibt. Also die Matrix M, wie sie da steht, ist ja die Beschreibung einer Abbildung vom Raum in den Raum. Das ist eine lineare Abbildung, aber gleichzeitig ist es auch irgendeine Art von Projektion. Das kann aber nicht sowas wie hier sein. Das kann keine Projektion auf eine Gerade sein, die nicht durch den Nullpunkt geht, sondern das kann nur sein eine Projektion auf eine Ebene, die durch den Nullpunkt geht. Vielleicht denken Sie mal darüber nach, was für eine Ebene das sein muss. Das kann man sich eigentlich auch so vorstellen. Wenn man sich dann wieder den Schnitt mit diesen Ebenen vorstellt, die wir da grün und rot gemalt haben, dann wird auch klar, warum das Ganze funktioniert.